Moin meine lieben Yachtfreunde und herzlich willkommen zurück zum Fragenkatalog Wildkunde. Themengebiet Rehwild, heute mit den Fragen 88 bis 92. Let's go! Frage Nummer 88 lautet, welcher Zeitraum kommt für das Setzen des Rehwildes hauptsächlich in Frage? Kenner des Wildhauses wissen um die sogenannte Setzkonstante im Mai-Juni und deswegen ist hier einmal der Mai und einmal der Juni anzukreuzen. Frage Nummer 89. Rehkitze werden überwiegend im Mai gesetzt, haben wir gelernt. Wie lange werden sie normalerweise gesäugt? Hier sind einmal 6 bis 7 Monate anzukreuzen. Frage Nummer 90, eine sehr interessante Frage und mit ein wenig Logik und dem Wissen um die sogenannte Setzkonstante im Mai-Juni auch zu beantworten. Ende Juni beobachten Sie einen jungen Bock mit einem weiblichen Reh, welche der nachgenannten Aussagen trifft mit großer Wahrscheinlichkeit zu. Hier müsste einmal A ankreuzen, nämlich der Jährlingsbock mit Schmarreh. Warum ist das so? Ja, die Ricke bekommt ja jetzt im Mai, Juni ihren neuen Nachwuchs zur Welt und verscheucht deswegen die Kitze vom Vorjahr, die ab dem 1. April zum Jährlingsbock und zum Schmarreh als weibliche Variante geworden sind. Frage Nummer 91 können wir auch beantworten. Wie viele Zähne sind beim Rehwild in der Regel im Dauergebiss vorhanden? Normalerweise 32, in Ausnahmen 34, wenn dann oben die Grandeln vorhanden sind. Wie übrigens bei meinem ersten Rehbock, den ich vor lang, lang her 28 Jahren erlegen durfte. Ja, so circa. Frage Nummer 92. Wann ist der Zahnwechsel beim Rehwild in der Regel beendet? Magische 14 beim Rehwild sollte uns mittlerweile bekannt sein. Und deswegen kreuze ich hier einmal an, bei einem Alter von etwa 14 Monaten. So, liebe Yachtfreunde, bevor das ganz dunkel wird hier, lasst mal ein Abo da, ein Däumchen, kommentiert. Und ganz, ganz wichtig, wer sich für das Abo für nur 29,90 interessiert, hier einmal über den Infobutton, respektive alle weiteren Infos über den ersten fest fixierten Beitrag unter diesem Video. In diesem Sinne, morgen dann hoffentlich etwas früher weg vom Schreibtisch. Euer Timo von der Jagdschein Akademie. Tschüssikowski.